Thüringen und Medien für Kinder, das passt. Neben dem Kinderkanal von ARD und ZDF ist ja im Freistaat von Anfang an auch das Festival Goldener Spatz zu Hause. Und das schon seit 1979. Und in diesem Jahr kamen zum Festival, das wie immer in den zwei Städten Gera und Erfurt über die Bühne ging, 14.000 Besucher, ein Rekord. Heute wurden die Preise vergeben. Der wichtigste war aber auch diesmal jener, den die Kinder selbst vergeben haben. Es ist ein großer Tag für die Kinderjury. Sie vergibt die Hauptpreise beim Goldenen Spatz. Ihr Sieger bei den Kinofilmen Honey und Nanny 2. Die Zwillingskomödie hat die Kinder überzeugt und auch Katharina Thalbach als Lehrerin. Sie bekommt den Goldenen Spatz als beste Darstellerin. Madame Theobald ist nicht da, aber bald wieder. Honey und Nanny 2 hat mir sehr gefallen, weil er war abwechslungsreich und ja, sehr spannend. Viel Witz, Spannung. Liebe kommt auch vor, das fanden alle sehr gut, sogar die Jungs. 24 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren prämierten die Beiträge. Bei den Animationen hat ihnen der kleine Prinz am besten gefallen. Der Goldene Spatz ist das einzige Festival mit einem aktuellen Gesamtüberblick über deutschsprachige Kinderfilme, unter anderem finanziert von ARD und ZDF. Zum 12. Mal vergab der MDR-Rundfunkrat während des Festivals seinen Kinderfilm- und Fernsehpreis. Er ging an den Drehbuchautor Rudolf Herfurtner, hier links im Bild, für den Film Tom und Hacke. 20. Festival, volle Häuser, sehr breites Publikum, von den ganz kleinen bis zu den größeren Familien, teilweise auch generationenübergreifend. Ein Festival, das sich für gute Kinderfilme stark macht und inzwischen als echtes Qualitätssiegel gilt.